herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu unserem Wortwechsel Nummer 17 von der AUNS. Wir haben den Nicolas Sitta wieder am Bildschirm. Er ist in London. Und wir haben den Lukas Reimann. Er war gerade noch an Olma und ist jetzt schnell heim, damit er hier in Ruhe am Bildschirm sitzen kann. Nicolas Sitta ist Professor für Technische Biochemie und im Vorstand von AUNS. Hallo Nicolas. Sali, Tom, Sali, grüezi miteinander. Freut mich, wieder bei euch zu sein. Lukas Reimann ist Jurist, Nationalrat und er ist der Präsident von der AUNS. Lukas, hallo. Hallo miteinander. Ja, das ist irgendwie auch, dass die Session im Bundeshaus fertig ist und nachher rennen alle gerade die Olma, oder? Das ist irgendwie auch der jährliche Rhythmus wieder. Ich meine, schön, kann man wieder in die Olma gehen und kann man dort sich mit Säulen irgendwelche Rennen organisieren und Bratwürste essen ohne Senf. Ja, Lukas, genau. Das hast du gut mitbekommen, ja? Ja, ja, genau. Ja, das ist das Erste, was man lernt, da im St. Gallen hinten. Ja. Aber also Freude ist wirklich riesig, dass wieder eine Olma stattfindet. Das ist schon ein Stück Identität auch. Für den Kanton St. Gallen, dieses Jahr ist der Gastkanton Schaffhausen. Also für die haben sich auch wunderbar präsentiert heute als Gastkanton. Der Guy Parmelin als Bundespräsident und natürlich selber auch als Bauer ist vor Ort gewesen und hat das auch hervorragend gemacht. Also es ist wirklich eine Freude. Das ist etwa, ich bin auch an sich ein Zuzug, auch wenn es jetzt schon fast 30 Jahre her ist. Aber das ist etwa das Erste, was ich gelernt habe, dass das in St. Gallen ist nicht Weihnacht, Neujahr, oder Ostern, sondern der Höchstviertig, das ist Olma. Da gibt es effektiv auch Leute, die Ferien nehmen jetzt eine Woche, um wochentäglich an die Olma zu gehen. Und das hat man vermisst gehabt und da ist man froh, dass es da wieder stattfindet. Das ist gut. Also ich nehme an, sie haben das gut organisiert mit Leuten, die nicht geimpft sind. Kann man sich gut testen vor dem Eingang? Also ich vermute ehrlich gesagt, dass nächste Woche schon wird abflachen mit den Besuchern. Heute war jetzt sehr gut Besuch gewesen. Jetzt kann man sich ja auch noch gratis da testen gerade nebenzu und ich glaube, dann ab nächster Woche müssen wir zahlen und das wird wahrscheinlich schon eine Auswirkung auf die Besucherzahl, aber im Moment hat es sehr viele Leute gehabt. Ja. Nicola, bist du schon mal an Olma gewesen? Nein, das Erlebnis, das fehlt mir jetzt. Ja, nein. ja, ein schlechter St. Galler bin ich. Bist herzlich eingeladen. Nein, aber mir kommt natürlich schon, also gut, es ist vielleicht jetzt stereotypisch, aber mir kommt natürlich die feine Bratwurst in den Sinn. Und mir kommt vielleicht auch noch in den Sinn, dass man in der Schweiz eben auch wirklich feine Würste hat. Auch in England sind sie nicht ganz so schlecht. In anderen Ländern sind sie weniger gut. Also das ist schon noch etwas, was auch noch speziell ist in der Schweiz, dass auch die Würste sehr fein sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel stereotypisch ist für einen Olma, aber das kommt mir jetzt spontan in den Sinn. Wenn wir ehrlich sind, das Einzige, was ich mir schon gewünscht habe, was du mir von England müsstest mitbringen, dann war sie ja auch ein Wurst gewesen, oder? Blutwurst quasi. Ja, gut, okay. Blutwurst. Das ist also fantastisch aus UK. Gut, okay, Blutwurst. Aber das ist natürlich auch ganz eine spezielle Art Wurst. Ja, ja. Die Olma-Bratwurst ist ja schon eine Marke, oder? Das ist ja so, oder? Ja, und Ich habe mal als Teenager bin ich im Thurgau in der Ferien gewesen, dann sind wir mit dem Velo auf das St. Gallen gefahren, weil man muss einfach an die Olma gehen. Und das war ein sehr gutes Erlebnis gewesen, vor allem irgendwie die halbrunde Arena dort, die ist mir irgendwie geblieben. Das ist ja irgendwie eindrücklich. Ja, echt ein gutes Fest und schön können wir wieder feiern. Ja, ich habe ein Thema, da habe ich mich ein bisschen einlesen, England. Der Brexit sei die Schuld, dass in England kein Benzin mehr rum ist und dass es keine Metzger hat und dass man zu viele Säule hat, weil man zu wenig Metzger hat. Und man hat zu wenig Metzger, weil eben, ich sage jetzt mal, Arbeiter von Polen oder von ja, Arbeiter aus Ländern, sagen wir mal Osteuropa, die sind halt nicht mehr auf England eingereist, weil sie nicht mehr dürfen. Jetzt hat England das Problem. Nicola, was liest du da? Du hast vorhin noch schnell geschaut im Telegraph, in der Zeitung. Was liest du dort zu diesem Problem? Also zu den Metzger habe ich jetzt nicht allzu viel gefunden. das ist mir jetzt auch erst neulich in den Nachrichten aufgefallen.
Es ist natürlich, also was ich jetzt gerade gelesen habe, ist das Durchschnittsalter von einem britischen Metzger oder Metzger in Großbritannien ist 56. Es ist jetzt nicht ein scheinbar einfach nicht mehr ein ersehnenswerter Job. Und das führt dann früher oder später natürlich zu Engpässen. Das heisst, es kann gut sein, dass der, könnte man jetzt spekulieren, dass der Brexit das noch verschärft hat, aber es hat auch ein Problem mit der Attraktivität vom, es ist vielleicht auch mit der Attraktivität vom Beruf in Verbindung. Mit dem Benzin, das ist interessant. Also da gibt es, glaube ich, noch viel zu sagen. Also erstens einmal, gut, ich bin jetzt seit dem Sonntag wieder da. Du bist in der Schweiz vorher, gell? Du bist zurückgeflogen. In der Schweiz, ja. Mit dem Auto zurück? Nein. Also wenn wir noch 30 Sekunden haben zu dem Thema, ich bin zurückgeflogen. Und am Sonntag am Zürich Flughafen gsi. Und ich habe natürlich schon länger nicht mehr den Zürich Flughafen gesehen, aber ich habe in meiner Erlebnis keine Erinnerung, einen Flughafen Zürich so voll mit Leuten wie an selben Sonntag. Welche Zeit bist du abgeflogen? Um die 11 Uhr herum. Okay, ich bin am Sonntagnachmittag am Flughafen gewesen und bin auch geschockt gewesen, wie viele Leute da waren. Es ist unglaublich. Also Check-in-Kolonne, Menschenschlange, die ist durch das ganze Terminal. Hast du irgendwo etwas, also ich kann nicht wählen, aber hast du irgendwo etwas posten oder angehen, hast du durch so eine Check-in-Menschenschlange durchlaufen. Also, das ist eine grosse Versammlung von Leuten. gut, also ich hätte fast den Flüger verpasst, wenn man mich dann noch das falsche Gate geleitet hat. Das ist dann auch noch interessant, aber vielleicht nicht so ounce-relevant. Ja. ich habe es dann geschafft. Aber die Problematik hat sich ein bisschen entschärft. Es hat wieder Benzin. Aber ich habe mit dem Gedanken gespielt, dass ich nicht kann, mit dem Auto abgeholt werden oder kein Taxi kann nehmen oder so, sondern müsste mit dem öffentlichen Verkehr alles machen mit dem Gepäck wegen mangelndem Benzin. Das heißt, ja, wenn wir noch ein bisschen bei dem Thema bleiben. Oder? Du musst anstehen. Ich tue doch gerne anstehen in England, oder? In Großbritannien. Ja, also, das ist ja schon fast eine Unterstellung. Nein, wir tun, die Briten tun sehr gesittet anstehen. Okay. Das ist eine Kultur. Also, das ist wirklich wahr. Also, es ist sehr verpönt, wenn man jump the queue, oder? Also, wenn man quasi sich einfach voneinander setzt an eine Menschenschlange, das ist dann wirklich verpönt. Da. Kann es schon sein, dass mal einen ausruft, aber es schauen dann alle ein bisschen weg oder ein bisschen unzufrieden. Mhm. Also das stimmt, ja. Aber gibt es jetzt riesen Vorwürfe an Johnson, das haben wir jetzt davon, vom Brexit? Ja, das hört man natürlich schon. Mhm. Ich denke, es hat vielleicht noch zwei andere Punkte, die man müsste beachten. Das eine ist die ganze Transportindustrie ist, glaube ich, eine sehr regulierte, staatlich regulierte Industrie. Und eine so eine Regulierung ist die sogenannte Cabotage. Also so wie Sabotage, aber mit einem C vorne dran. Und da geht es darum, dass wenn jetzt ein Lastwagen aus dem, sagen wir jetzt mal in unserem Fall, aus dem EU-Raum kommt, sagen wir aus Frankreich, fahrt über auf England, bringt etwas nach Manchester, also eine Stadt im Norden von England, darf der Lastwagen nachher auf der Rückfahrt etwas von Manchester auf London bringen. Aus der Schweiz darf er nicht. Oder eben nicht. Ein Inlandstransport. Oder muss er leer fahren. Und die Regelung ist, glaube ich, irgendwie so, dass sie dürfen zwei sämige Fahrten machen im Land inne, also im fremden Land inne, innerhalb von 7 Tagen und nachher müssen sie zurück. Und das ist jetzt die Regelung, die seit dem Brexit gilt, weil die EU hat nicht wollen, dass die Briten mehr als 2 Fahrten machen, also Cabotage-Fahrten. Und der Boris Johnson hat dann gesagt, ja gut, dann gilt es beide Wege, dann könnt auch ihr nicht. Und jetzt ist es ein bisschen weniger attraktiv, über die EU-UK-Grenze zu fahren für Transportunternehmer,
weil sie dann dadurch eingeschränkt sind. Also ich glaube, in der EU war es zwar auch mal oder immer noch limitiert auf 3, aber gut, das ist jetzt eine Limite. Und dann hat man natürlich auch noch eine gewisse, ich glaube, eine gewisse Mangel an LKW-Fahrern. Ist auch so ein Job, der nicht mehr so interessant ist wie früher. Und dann ist es wahrscheinlich für Transportunternehmer einfach nicht attraktiv, jetzt auch noch zwischen EU und UK hin und her zu fahren. Also ich glaube, die zwei Punkte haben Problem gemacht, jetzt rein für den Transport. Und was man auch noch erwähnen muss, ist, im September haben wir in der UK umgestellt im Benzin von E5 auf E10. Also jetzt Benzin mit einem höheren Ethanolgehalt. Und dann müssen natürlich die Tankstellen ihre Reserven runterfahren von E5 und müssen dann gleichzeitig die Reserven von E10 hochfahren. Und in dem Moment, wo sie die Umstellung machen, haben sie natürlich ein bisschen weniger Benzin. Eine Lücke. Und noch die schlechte Nachricht, oh, wir haben Benzinmangel. Da fangen die Leute an, ihre Panikkäufe machen. Und dann ist das Zeug halt vereist, oder? Und so ist halt quasi wahrscheinlich von einem chronischen Problem, wo wir schon viel, viel länger haben mit den Lastwagenchauffeuren in der Transportindustrie, der Brexit, was nicht gerade erleichtert, sondern ihnen noch verschärft hat, weil halt die Briten eigentlich, finde ich, fälschlicherweise das Gefühl haben, sie müssen es genau gleich machen, wie also der EU heimzahlen, sozusagen. Dass sie dass die EU Beschränkungen will, dann machen die Briten halt Gegenbeschränkungen, aber das finde ich jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Und dann all die Probleme mit der Umstellung zu einem grüneren Benzin. Oder? Aber das hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Also im Moment ist nicht so ein extremer Mangel an Benzin. Mhm. Man hat schon auch gehört in der Brexit-Debatte, ja, es wird halt hier und da auch ein bisschen wehtun. Oder? Wir tun uns ein abnabeln von der EU, es wird ein wehtun hier und da. Und ja, das sieht jetzt gerade so aus, dass es ein wehtut im Moment. Oder? Zu viel, kein Weihnachtsbraten oder irgendwie drohende Probleme für den Weihnachtsbraten. Oder? Ja. Ja, ja, man muss vielleicht gleich mal noch ein Kränzchen winden an Boris Johnson, weil ich glaube, auch wenn sie jetzt vielleicht kurzfristig einzelne Probleme gibt. Eines von seinen grossen Versprechen war, zuerst kommen mal die Briten, bevor man einfach, wenn irgendwo ein Mangel ist, gerade ausländisches Personal holt, dann tun wir die, geben wir ihnen Weiterbildungen, Neuausbildungen. Und du bist jetzt, wirst jetzt nun mal nicht Lastwagenchauffeur von heute auf morgen. Da musst du auch ein paar Ausbildungen durchlaufen. Aber letztendlich hält er sich auch da, was die Leute oder die Mehrheit der Leute in England auch wollen. Nämlich, dass die britischen Jobs mal zuerst an Briten gehen und erst in zweiter oder dritter Reihe dann an Ausländer. Und das finde ich eigentlich toll, dass er sich an das hält. Und vielleicht muss man auch Transport und die Erdölfirmen mal ein bisschen dran nehmen. Weil, also ich meine, ich bin vor zweieinhalb Jahren sind wir in Amerika gewesen mit dem Auto von West auf Ost. Die Verwandte haben 100 Jahre Auswanderung gefeiert. Und dann hat es plötzlich im Norden eine Kältewelle gegeben. Da haben wir x Tankstellen gehabt, die haben kein Benzin mehr gehabt, weil einfach halb Amerika nachher Richtung Florida in den Süden hat wollen. Und da kann ja nicht sein, dass da so grosse Erdölfirmen nur, weil die Nachfrage ein bisschen ändern, gar kein Benzin mehr haben. Ach nein, wir sicher auch, oder wenn das so Tieflohnjobs sind und das wird, da hat es nachher der Markt, der da einfach tief preisiges Fleisch im Supermarkt, oder? Und so kann vielleicht die Gesellschaft auch lernen, ja gut, wenn wir sind jetzt irgendwie am Minimum angelangt, wo richtig wehtut und jetzt muss es wieder ein bisschen rauf, wir wollen Fleisch haben, wir zahlen wieder mehr, der Metzger bekommt wieder einen besseren Lohn, es reguliert sich wieder hoffentlich zum Guten, das ist das, was ich mir noch ein bisschen überlegt, oder? Also, genau, ja. Das ist ja schon, das ist eben auch in der Schweiz ein kleines Problem. Ja, genau. Also irgendein Job, der nicht so attraktiv ist, der wird nachher einfach, da tun wir nicht nachher schauen, dass wir mehr Schweizer können ausbilden und den Job mit einem besseren, faireren Lohn attraktiver macht. Sondern man holt einfach Leute irgendwo aus dem Balkan oder so, die das günstig machen und findet, den Lohn ganz toll findet da. Und es wäre besser, die Jobs wieder attraktiver zu machen und bessere Löhne zu holen. Dann kämen dann wieder junge
und würden sagen, mir macht der Job Spass, ich mache den gerne. Ich glaube, gerade Lastwagenchauffeur ist doch von jedem Bub mal der Traumjob gewesen. Ja, es ist schade, dass es immer nur wehtut. Ja, bei dem Stau und so würde ich es auch nicht mehr, aber als Bub hätte ich es noch wollen. Ja, lass uns wechseln ins Bundeshaus noch. Die Session ist fertig gegangen. Lukas, hast du noch zwei, drei Sachen, die dich noch so ein bisschen bemerkenswert dünken, jetzt noch von letzter Woche? Also was total bemerkenswert war und irgendwie auch ganz, ganz komisch abgelaufen ist, ist am Mittwochabend ist plötzlich ein Ordnungsantrag gestellt worden. Es ist ja das Geschäft EU-Milliarde, das war nicht mehr traktandiert. Das war eigentlich, haben wir nicht in dieser Session behandeln, sondern erst dann im Dezember. Da hat Wasserfall, ein Ordnungs, eigentlich ja ein EU-Gegner, einen Ordnungsantrag gemacht. Wir müssen jetzt das noch diese Session behandeln. Ist dann mit dem durchgekommen. Gleichzeitig ist ganz komisch, ist irgendwie ein Gerücht gestreut worden, der Maurer trete zurück. Also die ganze Presse hat nur noch über einen Rücktritt von Ueli Maurer geschrieben und kein Wort über den Ordnungsantrag EU-Milliarde. Und dann ist dann da wirklich durchgekommen und die EU-Milliarde ist so beschlossen worden. Man gibt jetzt also eine weitere Milliarde EU. Und man muss sich einfach nicht wundern, es ist ja bereits passiert. Die EU hat bereits gesagt, sie erwarte noch mehr Geld von der Schweiz. Wenn, das ist eigentlich in der Vergangenheit immer so gewesen, auch damals mit den Amerikanern, die gesehen haben, die Erpressungen gegen die Schweiz, die funktionieren. Dann haben sie halt die nächste Erpressung gebracht und wenn die wieder funktioniert hat, nochmal eine. Und man hat sich umso mehr ins Fäustchen gelacht, da früher in den USA, damals jetzt in Brüssel, über die Schweizer, die so blöd sind und das Geld zahlen. Aber es ist einfach der ganze Ablauf, wie es gelaufen ist. Es war also sehr undemokratisch gewesen, nicht ordentlich traktandiert. X Ablenkungsmanöver, damit man in der Presse nicht viel davon mit überkommt. Und man hat es nur im Referendum entzogen. Also ich wäre jetzt bereits am Unterschriften sammeln dagegen, wenn wir das Referendum machen können. Man hat jetzt aber gesagt, die Milliarde, das untersteht nicht mehr im Referendum, sondern das ist jetzt eine Zahlung, die schon mal darüber das Volk entschieden hat früher. Aber dort hat das Volk nur über die erste Milliarde entschieden und nicht über eine zweite, dritte, vierte und wie viel dann auch immer. Und darum, also das war ganz ein unschöner Schluss gewesen von der Session. Ja, und da haben wir doch der Herr Sefcovic da, der EU-Kommissär, der uns gegenüber die Kontaktperson ist, der interessiert das, was jetzt letzte Woche gelaufen ist, gar nicht. Oder der sagt, ja, wir müssen jetzt schon über die nächste reden. Und wenn man so überlegt, ja, am liebsten wird er ein Lastschriftverfahren, gell? Einfach, ja. Oder ja. Das einfach jährlich irgendwie oder so. Ja. Und ich bin mir also nicht sicher, aber manchmal habe ich das Gefühl, so, mit so einer Selbstverständlichkeit, wie die EU davor redet, könnte es also durchaus sein, dass es Bern Leute gibt, die ihnen das schon versprochen haben. Aber es müsste natürlich gleich nochmal wieder durchs Parlament und irgendwie müsste man auch schauen, dass das Zeug wieder vor das Volk müsste, weil dann könnte man nicht so einfach Steuergeld ausgeben, wie es jetzt ausgeben wird. Gell, man redet immer von einer Million Milli... Ah, jetzt habe ich es gestürmt. Die Kohäsionsmilliarde. 1,4 Milliarden. Ja, genau. Ja. Genau, wahrscheinlich wird es schleichend plötzlich 1,5 sein, 1,7, ja. Ja, in Zürich, da am Flughafen, wo du viele Leute hast gesehen, Nicola, haben sich zwei wichtige Leute getroffen, also zwei Diplomatendelegationen. Sie sind auf Zürich gegangen, weil das halt irgendwie ein bisschen gäbiger geht. Genf hat sofort wieder so ein bisschen grössere Publicity ausgelöst und in Zürich, also das habe ich in der NZZ geschrieben, Zürich sei ein produktives Terrain für die Arbeit im Hintergrund und darum sind sie auf Zürich gegangen. Und ich meine, da laufen sie halt gerade vom Flugzeug schnell ins Auto und fahren 7 Minuten über, ein bisschen auf die andere Seite vom Parkhaus ungefähr, in den grossen Neubau dort und haben nachher haben auch in dem Sinn Taget, 6 Stunden lang und es gab keine Pressekonferenz, nichts dergleichen. Und ja, es ist ein bisschen traurig für die Medienschaffenden, weil die sie alle auch schauen und haben etwas wollen und haben nichts bekommen. Und man liest, dass man einfach hat abgemacht, der Joe Biden und der Jinping, die beiden Präsidenten von China und von USA, sollen sich noch in diesem Jahr treffen, aber nicht persönlich, sondern digital, online. Per, weiß auch nicht, ob die Zoom brauchen. Nein, die brauchen nicht Zoom. Die haben ihre eigenen. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht mache ich mal den Versuch, dass wir sie im Zoom hier im Auns Wortwechsel haben. Nehmen wir jetzt mal an,
die Vierecke, die man im Bildschirm sieht, da ist auch noch der Joe Biden und der Xi Jinping, oder wie man seinen Namen ausspricht. Was würdet ihr ihnen für eine Frage stellen? Nicola? Ja, also eben, ich meine, ich weiß jetzt nicht ganz genau, Moment gerade, was ich in der Frage würde, aber ich weiß schon, dass ich ein Problem habe mit der Antwort, weil also der Joe Biden ist bekannt dafür an Pressekonferenzen, dass er den Satz nicht ganz fertig bringt. Also dann verstehe ich wahrscheinlich seine Antwort nicht. Und wie böse gesagt, ich meine, Chinesisch kann ich auch nicht. Also vielleicht hätte ich Mühe mit den Antworten, aber was könnte sie fragen? Also meine, was mich natürlich schon ein bisschen beunruhigt, ist, was ich gehört habe, wie einer von den Top-Generälen in den USA hinter dem Rücken von Trump quasi mit den Chinesen geredet hat. Und ich glaube, der ist ja immer noch General. Ich denke, da wäre schon mal irgendwo die Frage im Raum, wie fühlt sich da der Präsident Joe Biden im Wissen, dass er einen Top-General hat, der sich ja, nicht schade ist, um einfach direkt mit dem chinesischen Präsident reden und ihm quasi sagen, wir werden euch nicht angreifen. Also das ist schon noch etwas. Und das andere ist, was mit China natürlich und Taiwan, das ist ein permanentes Thema. Nicht? Also ich weiss nicht, inwieweit die Chinesen wirklich von den Taiwanesen ein Sicherheitsrisiko haben. Ja, ich weiss auch nicht. Was würden wir sie fragen, Lukas? Also der Xi Jinping würde ich fragen, wieso er Englischunterricht aus der chinesischen Schule streicht und ersetzt durch 3 Stunden Maoismus. Ich meine, am Schluss leidet, aus meiner Sicht leidet am Schluss sein eigenes Land darunter, weil die jungen Leute werden völlig vom Rest der Welt abgehängt. Also er geht auf null Englisch? Also die aktuell haben die 3 Stunden Englisch in der Schule und die sind jetzt ersetzt worden durch 3 Stunden Maoismus, was immer man dort lernt. Und da würde ich habe das Gefühl, er schadet mit dem seinem Land, seinem eigenen Land. Natürlich ist es vielleicht leichter, zum Bevölkerung kontrollieren, dass die nicht mehr mitbekommt, was sonst so in der Welt abläuft. Aber am Schluss, die Wissenschaft und so, wird er nicht anfangen, Wissenschaftssprache Chinesisch machen. Es wird weiterhin Englisch sein. Und mit dem hängst du einfach irgendwie die Chinesen von der Entwicklung und von der Forschung und vor allem ab. Und das Zweite, was mir natürlich schon auch in China Sorgen macht, ist die Frage mit Taiwan. Also, wie sie jetzt täglich Kampfjets über das taiwanesische Gebiet schicken. Und man hat fast das Gefühl, sie hoffen, dass Taiwan mal einen abknallt, weil dann haben sie wie einen Grund, um nachher Taiwan richtig angreifen. Also sie warten fast ein bisschen auf das, wenn sie provozieren. Und man muss doch sagen, Taiwan ist seit 1949 ein demokratisches Land mit mehreren Parteien, sogar mit Elementen von direkter Demokratie, wie es die Schweiz hat. Und wir haben auch diese Session jetzt im Parlament mit fast 180 Stimmen zu etwa 15 beschlossen, wir wollen bürokratische Hürden, die heute noch bestehen zwischen der Schweiz und Taiwan, abbauen und so für mehr bessere Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Taiwan sorgen. Ich bin aber jetzt, also Joe Biden habe ich auch meine grossen Fragezeichen. Dort würde ich vor allem mich fragen oder ihn fragen, wie er dann finanzieren will. Er hat ja Infrastrukturprojekte für ich glaube 150 Milliarden. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob die Zahl stimmt, aber unglaublich viel Geld. Und Amerika ist, glaube ich, heute schon das Land, das am meisten verschuldet ist. Und ich frage mich einfach, wie willst du da finanzieren? Ist ja toll, wenn du jedem kleinen Dorf eine neue Eisenbahn versprichst und einen neuen Highway. Aber wie willst du es finanzieren? Gibt es dann einfach totale Inflation, die am Schluss die Stabilität vom Dollar gefährdet? Also Geld, Moneyprinting oder machst du einfach noch mehr Schulden? Wie willst du da finanzieren? Das wäre dort die grosse Frage. Ja, da kommt man halt. Die Aussage sind von Christoph Blocher, wo mal gesagt hat, ja, finanzieren kann man alles, aber zahlen muss man es am Schluss ja noch. Ja, ja das stimmt. Ja. Genau dort, oder? Finanzieren kannst du alles, aber ja, ich meine, Geld drucken, ja. Also, mal schauen, ob ich es erreiche. Aber versuch sie mal zu bekommen für die Sendung, oder? Wir organisieren dann einen Übersetzer. Wir gehen ein bisschen in den Westbalkan. Ja, Nicola, was hast du noch gehabt? Nein, der Lukas hat nur gesagt, wir organisieren noch einen Übersetzer. Ah, ja, genau. Da braucht man aber auch noch einen für Englisch auf Englisch. Genau.
ein Interpret, gell? Genau. Ja, ja im Westbalkan, dort haben sie gerade eine EU-Konferenz gehabt, kleine, und Ursula von der Leyen hat gesagt, ja, es ist uns wirklich wichtig, dass wir euch in der EU haben wollen, ihre kleinen Länder dort unten. Und dann hat es aber auch eine andere Effort gegeben, Serbien, Albanien und Nordmazedonien. Die möchten gerne, die sind ein bisschen müde zu warten auf die EU, und die möchten gerne so eine eigene kleine Mini-EU. Open Balkan nennen sie es, und das wäre dort die Idee, freier Warenverkehr, freier Personenverkehr. Und sie sind sich ein bisschen leid, immer zu warten, dass die EU ihnen Zeug verspricht und nichts unternimmt. Und das ist noch so interessant, weil das zeigt ja die, wie die EU, was für ein Riesengefälle an unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Wirtschaftsmächte, schwach, stark, Arbeitsethik gross, Arbeitsethik klein, was da zusammen soll in der EU zusammenkommen. Und wenn Ursula Leyen sagt, ja, es ist uns wirklich wichtig, wir tun unser Möglichstes, hat sie gesagt. Und wahrscheinlich wissen sie alle dort unten, ja, red du nur, oder? Und wenn es gibt ja Kriterien, Rechtsstaat, Korruption und so weiter. Es gibt EU-Länder in Frankreich, die sagen, zuerst müssten wir uns mal intern reformieren, mal intern aufräumen, bevor wir wieder neue reinnehmen. Und dann haben sie Streit dort unten. Ich habe gelesen, dass die Serben und die Kosovo-Leute, die haben wirklich ein riesiges Problem miteinander. Und das wird man wahrscheinlich nie lösen können. Sie haben kürzlich ein Gestürm mit den Autonummern am Zoll. Und sie haben so fest gestritten. Nicht nur ein paar Männer irgendwie ein bisschen handgemengen, sondern in Kosovo, auf der Kosovo-Seite vom Zoll ist sofort die Polizei aufmarschiert, und auf der serbischen Seite vom Zoll sind sofort Militärs aufmarschiert. Weil sie sich gestritten um die Autonummer, welche Buchstaben oder welche Kleberli auf der Autonummer sind. Oder? Und was ich, für mich ist das so ein bisschen Achselzucken, weil ich kann es nicht beurteilen. Was ich noch so lese, die Serben werfen sich den Chinesen an die Brust. Oder? Die Serben geben den Chinesen ziemlich eine offene Tür, dass die Chinesen mit ihrer Seidenstraße ganz nah an die EU herkommen. Und in Brüssel ist mir scheinbar irgendwie ratlos. Und dann haben wir Schweizer noch in Kosovo unsere KFOR-Truppen. Oder? Lukas, was machen die dort eigentlich genau? Gut, das offiziell sorgt für die Stabilität und Sicherheit in der Region von der Bevölkerung dort vor Ort. Und das mag teilweise sogar stimmen. Ich muss aber sagen, ich finde es recht clever, die Idee von der Mini-EU jetzt aus Sicht von Nordmazedonien, Serbien und dem Kosovo. Weil, also Nordmazedonien oder eigentlich ja Mazedonien, das Volk hat ja deutlich abgelehnt, sich umzunennen in Nordmazedonien. Nein, es heisst jetzt gleich Nordmazedonien, weil die Griechen sonst den EU-Beitritt von ihnen würden immer das Veto einlegen. Und ich vermute, eben, sie legen es auch jetzt ein. Und bei den Serben haben wir ein bisschen das Problem, dass die Kroaten das Veto einlegen und die Serben eigentlich nicht in die EU reinwenden. Also sagen sie halt, ja gut, dann machen wir irgendwie eine eigene Mini-EU, holt ein bisschen das Beste für uns raus, von den Chinesen, von den Russen, von der EU, einfach dort, wo es gerade für uns positiv ist, und schaut so ein bisschen für uns selber. Ich meine, in dieser Situation, wo irgendein anderes Land einfach immer das Veto einlegt gegen deine EU-Mitgliedschaft, ist da wahrscheinlich etwas Gutes, was du machen kannst. Und dazu behaltest du noch deine Unabhängigkeit, wo vielleicht Kroaten mit dem EU-Beitritt halt teilweise schon preisgeben müssen, wenn sie EU-Mitglied werden. Und was viele Sachen müssen übernehmen, was sie vielleicht gar nicht möchten. Was ich einfach hoffe, wirklich hoffe, auch für die Schweiz, auch für ganz Europa, dass es nicht wieder irgendwie neue Konflikte gibt, oder? Weil das wäre für niemand gut. Eben gerade das, was du jetzt erzählt hast, da, das Beispiel mit der Autonummer, das zeigt, wie volatil das Ganze noch ist und wie viel Wut und Hass viele sich noch haben gegenüber den anderen. Aber vielleicht könnte da so ein gemeinsamer Zusammenschluss helfen, um das abzubauen. Ich bin zwar nicht sicher, ehrlich gesagt. Macht die EU richtig mit dem Balkan?
Nein, aber ich glaube, eben die EU, selbst wenn sie die möchten, reinholen, damit sie nicht zu viel mit China und Russland machen, können sie ja wahrscheinlich nicht, weil jedes einzelne Land ein Veto einlegt. Und das ist natürlich für die EU dann auch nicht allzu einfach. Da müssen sie wahrscheinlich Griechen und Kroaten überzeugen, dass die offiziell auch zustimmen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das offiziell ist, aber also bei den Griechen und den Nordmazedonen ist es ja sehr lange an dem gescheitert, dass sie überhaupt Verhandlungen aufgenommen haben, weil die Griechen einfach das Veto eingelegt haben. Ist es gut, dass die Schweizer Truppen dort im Kosovo da mit ein paar Fahrzeugen präsent sind? Also aus meiner Sicht wär's nicht nötig. Die Schweizer Armee ist, also am Schluss ist die Schweiz erfolgreich als neutrales, kleines Land, wo in der Schweiz Möglichkeit bietet für Verhandlungen und für gute Dienste. Und sonst für das Ausland haben wir das Rote Kreuz, wo nicht als Armee, sondern eben auch neutral kann helfen. Und dass die Schweizer Armee jetzt bei so Truppen, die natürlich auch von irgendjemandem eingesetzt sind und wo natürlich auch ihre Interessen haben, auch ihre Leute schickt, das habe ich nie so gut gefunden. Ich muss aber sagen, ich habe mit vielen geredet, die unten gewesen sind selber, also Schweizer, die da gewesen sind. Und die vermitteln mir ein anderes Bild. Also die sagen, was wir machen oder gemacht haben, dort, das schon sinnvoll gewesen und wir sind sehr respektiert gewesen von der Bevölkerung. Aber gleich glaube ich, man hat jetzt seit 25 Jahren Kosovo-Einsätze, man hat's immer, ist ja eigentlich immer befristet gewesen und das Parlament hat es dann immer wieder verlängert und sagt immer noch notwendig und immer noch notwendig. Und irgendwann sollte man vielleicht dann der Bevölkerung, auch hier in der Schweiz, aber auch dort vor Ort, doch mal sagen, wann ist es dann nicht mehr notwendig? Also wann ist die Befristung fertig und es kommen alle wieder zurück in die Schweiz? Und ich glaube, jetzt nach 25 Jahren wäre es schon an der Zeit, dass sie wieder zurück in die Schweiz kämen. Es ist einfacher, etwas zu starten, das Projekt, als das Projekt auch Ja, mal wieder zu rauszukommen. beenden. In Ja, Afghanistan, ja. genau. Ja, wir haben gerade noch eine News, die Medienförderung, wo unsere gut gebetteten Verlagshäuser ja wollen, dass sie vom Staat Geld bekommen. Und da hat sich eine Initiative formiert und da haben sie gerade gestern, glaube ich, eingereicht 113.000 Unterschriften, habe ich gelesen. Ja. Hast du es gesehen? Nein, du bist nicht in Bern gewesen, Lukas, gell? Also ich habe es aber gesehen, ich habe natürlich auch selber unterschrieben und habe Ja, riesig Freude gehabt. Und genau, ja, gut. was mich vor allem erstaunt hat, ist heute im St. Galler Tagblatt ist schon ganze Seite Inserat für das Mediengesetz und dann steht so, danke, dass Sie das St. Galler Tagblatt lesen und nicht NZZ, Weltwoche oder WOZ. Ich nehme jetzt mal an, Weltwoche und WOZ kommt sowieso nichts über von dem Förderungsgeld, ist ja für die Tagespresse gedacht. Und dann aber für die Medienvielfalt sollte es uns alle geben, irgendwie so. Also die können natürlich jetzt aus dem Vollen schöpfen, oder? Und Ja. langfristig ist halt schon die Frage, wenn wir Medien, wo sich finanzieren aus Werbung und Abos und Leute, die es am Kiosk kaufen, oder Medien, die einfach den Staat finanziert und dafür machen sie auch staatsnähe oder staatshofierende Berichterstattung. Und mir ist das Erste wesentlich lieber. Und darum habe ich riesig Freude gehabt, das Referendum zustande gekommen ist. Das ist wichtig für die Demokratie. Ich habe es auch unterschrieben. Ja, Nein, das ist gut. also wir haben es ja schon vor 2 Wochen kurz diskutiert, wie die Problematik ist bei den Medien im Moment. Also das hat sicher auch mit der Medienvielfalt zu tun, aber es ist einfach wirklich ein Mangel an objektiver Information häufig. Also einfach gewisse Meinungen sind dann Teil von einem Faktenbericht und Fakten gehen in die Meinungen über. Es ist nicht mehr richtig sauber getrennt. Und man kann sich eigentlich nicht mehr selber ein Bild machen. Und das ist schon gefährlich. Also, und ist ja klar, also, ja eben, wie heisst der Spruch? Wie heisst es? Das Geld, von dem, wo Wenn das Geld sprachlich überkommt, erstes liedrig sind, ja, genau, ja, dort ja. wirst du nicht kritisieren. Aber es ist ja gerade der Sinn der Medien, dass sie Autoritäten im Staat kritisieren. Ja. Also, die Medienförderung mit Geld widerspricht komplett dem Gedanken von, warum wir eigentlich Medien haben. Das ist ja lustig, wenn Frau Samaruga eigentlich sagt, es ist gut, dass wir als Staat den Medien Geld geben, weil dann können wir die Medien fördern in ihrem
echter Journalismus und irgendwie die unterschiedlichen Meinungen können weiterhin weißt, publiziert werden. Und das ist für mich auch so ein unlogischer Schluss gewesen. Gibst ihnen Geld, damit sie frei über dich kritisieren. Ja, das wird nie funktionieren. Einfach nicht. Ja, das ist generell ein bisschen eine Fehlmeinung, dass man meint, wenn man es dem Staat gibt, dann ist es nicht irgendwelchen Interessen unterworfen. Aber es gibt niemanden, auch die, die es ganz ehrlich meinen, irgendwo, wo nicht irgendwo auch eigene Interessen hat, das gibt es gar nicht. Mhm. Also auch innerhalb vom Staat herrschen Interessen. Und ja. das ist nicht ein interessensfreier Raum. Da wird auch propagiert, was einem gerade lieber ist. Also das ist kein guter Gedanke, was jetzt da Frau Sommaruga sagt. Man kann nicht einfach sagen, das Geld vom Staat ist ja wie neutral und dann wird es dann schon eine Vielfalt von den Medien geben. Das glaube ich nie und nimmer. Das schreiben sich ja unsere Tageszeitungen beim Zeitungskopf steht oft noch unabhängige Tageszeitung, oder? Und dort fände ich auch ehrlicher, wenn sie einfach würde herschreiben, abhängige Tageszeitung, ja. Weil es ist einfach, sind wir ehrlich, ja. Aber jetzt Beispiel Ueli Maurer ist ja eigentlich bezeichnend gewesen. Da tut offenbar irgendein Nationalrat, erzählt irgendein Journalist, ja, er hätte gehört, morgen gehe ich in den Maurer. Und fast, also nicht ganz alle, gebe ich zu, aber fast jede Zeitung, also so ein Tag, hat vier Seiten gehabt, über den allfälligen Rücktritt von Maurer, schon neue mögliche Kandidaten aufgestellt, eine riesige Geschichte. Und es war am Schluss alles ein Ende gewesen. Also man soll dann noch sagen, sogenannte Qualitätsmedien haben keine Fake News. Ja, das ist genau. Der Kurt Zimmermann, der Weltwoche, der Medienkritiker, oder, der beschreibt das jetzt gerade unterhalb. Unsere Medien schon ziemlich in die Pfanne. Ich glaube, die NZZ ist die löbliche Ausnahme, oder? Die haben sich zurückgehalten und alle anderen sind einfach ja, wie die Schafe, einfach hinten nachher blind. Ja, ja. was für mich noch neu war, Lukas, dass das vielleicht eine fast noch eine gewollte oder halb gewollte Taktik war wegen unserer Kohäsionsmilliarde, aber also einerseits zum Ablenken, aber ja, vielleicht Ablenkung andererseits ich, auch ja. zum durchaus Druck ausüben auf den Maurer, dass die Leute dann irgendwann, wenn dann das dritte Mal so eine Meldung durch alle Medien geht, dass dann die Leute irgendwann sagen, ja, der Maurer ist jetzt schon fangs lang dabei und sollte ja vielleicht, oder man übt natürlich so indirekt ein bisschen Druck auf ihn aus, dabei, ich glaube, er macht es ganz gut und solange er fit ist und das gut macht, sehe ich keinen Grund, dass er jetzt muss gehen. Ja, ich hoffe, er bleibt einfach stoisch, ruhig, wie ich ihn wahrnehme. So. Und ja, das ist so. Ja, hört. Schön, haben wir uns treffen können. Merci, bist du für Olma heimgegangen. Ist da der Thunersee bei dir im Hintergrund? Nein, bei mir im Hintergrund. Nein, Fenster durch? Nein, das ist einfach die Fassade von meinem Gebäude. Aber ich bin gerade an der Gürbe, am Flüssli. Okay, aber sieht schön aus, ja. Mal, es wird früh dunkel, immer wie früher. He? Aber meine Velolichter, die habe ich jetzt heute mitgenommen. Jetzt werde ich den Film, das, was wir jetzt zusammen geredet haben, werde ich noch als Film zusammenschneiden. Und irgendwann, spätestens morgen, könnt ihr das nachschauen, was wir heute haben besprochen haben, zusammen als Aufzeichnung auf der AUNS-Website auns.ch. Wir haben den nächsten Wortwechsel in zwei Wochen, 21. Oktober, gleiche Zeit und am gleichen Gerät, wo ihr jetzt dran seid. Merci, seid ihr dabei gewesen. Merci, Lukas. Merci, Nicola. Seid ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Guten Tag morgen. Dann nachher ein gutes Wochenende. Ade, miteinander. Viel Spaß, schönen Abend. Ciao zusammen. Merci, adieu, ciao.